Oberfranken gehört zu einer der schönsten Ausflugsregionen Bayerns. Hier ist die Natur noch intakt. Kleine Ortschaften, historische Städte und Baudenkmäler von ausgewählter Schönheit prägen die Umgebung. Oberfranken gilt als Genussregion, in der man das Gute pflegt und zu feiern weiß. Und dies während des gesamten Jahres. Die Mainau-Lichtenfels ist Ausgangspunkt für ein Abenteuer der besonderen Art, für Floßfahrten auf dem Obermain. Wir sind dermaßen mit Herzblut bei der ganzen Sache. Es ist also nicht für uns bloß einfach ein Geschäft, sondern unser Leben hängt mit dran, unsere Leidenschaft hängt mit dran. Und da ist es halt immer unheimlich toll, wenn man merkt, das Kribbeln kommt langsam, der Zeitpunkt kommt, wo man sagen kann, wunderbar, jetzt geht's los. Bevor es allerdings losgehen kann, steht ganz viel Schweiß und Arbeit an, denn das Floß muss erst einmal zusammengebaut werden. Bereits früh am Morgen liefert das Holzwerk die ersten Baumstämme, die noch am selben Tag zur Montage flussaufwärts transportiert werden. Tag für Tag, Stamm für Stamm und Brett für Brett gelangt ab sofort an den dafür vorgesehenen Platz. Der Aufbau erfolgt nach einer festgelegten Choreografie, denn letztlich soll das Floß schon bald bis zu 180 Personen tragen. Nur mit Muskelkraft und unter Zuhilfenahme einiger weniger Handmaschinen entsteht das massive 36-Tonnen-Floß, 20 Meter lang und 10 Meter breit. Die einzigartige 130 Quadratmeter große Segeltuchanlage bietet den perfekten Wetterschutz bei Regen oder starker Sonneneinstrahlung. Vom 1. Mai bis 31. Oktober darf man Floßfahrten betreiben und da in der Zeit sind wir auch gut gebucht. Da geht es am meisten mit dem 1. Mai los. Bereits wenige Tage nach dem Aufbau geht es auch schon los. Gespannt warten die Teilnehmer auf das, was da auf sie zukommt. Und das kann sich hören und sehen lassen. Fränkisches Bier vom Fass, dazu die Klassiker vom Grill, bis hin zu Brezen, Kaffee und Kuchen. Für die passende Stimmung an Bord sorgen Musiker, die ihre Instrumente beherrschen und über ein großes Repertoire an bekanntem Liedgut verfügen. Also kein Strom, sondern handgemachte Musik von alten Volksweisen über Volksgut bis hin zu heimischen Liedern. Natürlich auch der moderne Schlager wird versucht zu interpretieren. Das ist natürlich mit diesen Instrumenten teilweise etwas schwierig, aber das funktioniert alles und das ist eine Bereicherung für die Gäste. Denn man merkt einfach, dass die schönste Sprache der Welt ist die Musik und gerade auf dem Floß verbinden sich die Menschen, auch wenn es verschiedene Gruppen sind. Und das ist toll und sagenhaft. Und während sich die Gäste auf der etwa 2,5-stündigen Fahrt auf dem Obermain entspannen, sorgt Volker Kroll dafür, dass das Floß auf Kurs bleibt. Man muss wissen, wie reagiert so ein Floß. Da wir es aber jedes Jahr wieder per Hand auf- und abbauen, wissen wir genau, was ist drunter, wie reagiert es, wie muss ich mit dem Motor umgehen. Bianca Kroll ist an Bord für die Verpflegung zuständig und kümmert sich an den freien Tagen um die Buchungen, denn man muss schnell sein. Ist natürlich schön, wenn große Gruppen kommen, dafür ist das Floß ja auch gedacht und ausgelegt. Wir haben ja genügend Sitzplätze und ist natürlich herrlich, weil dann kann man schön im Vorfeld alles organisieren und alle Mann gleich einsammeln, dann sind die gemeinsam da, das läuft natürlich super. Wer Lust bekommen hat, der sollte sich schnell anmelden, denn der Obermain mit seinem Gottesgarten, der schönen Natur, den vielen Lebewesen am Fluss, darf nur von Anfang Mai bis Ende Oktober befahren werden. Infos gibt es unter 09571 757720 oder unter info@frankenfloß.de.